Es waren große Kriegskoggen, die sich unbeeindruckt von der stürmischen See nach Süden schoben. Am Heck des Flaggschiffs stand Marie d'Artois, aufrecht und mit dem roten Banner Kardinal Lucius in ihrer Faust. Guy Forcas hatte ihr die Befehlsgewalt über die Vorhut der Flotte erteilt. Ein kluger Schachzug. Marie galt den Rittern und Seeleuten als Heilige. In ihrer Nähe war ein jeder frei von Zweifel und Angst. Nicht mehr lange und bis an die Zähne bewaffnete Kreuzfahrer würden an den Gestaden des Orients landen. Die Katastrophe stand kurz vor dem Ausbruch. Ja, und wir dürfen uns jetzt dieser Katastrophe annehmen. Nachdem Lord Northburg gefangen genommen wurde, sind wir auf uns alleine gestellt. Wir müssen Marie zur Raison bringen. Schon bald wird sich das gesamte Kreuzfahrerheer hier einfinden. Doch bis dahin, Gott führt unser Schwert. Lasst uns den Kreuzrittern den Weg bereiten, auf dass wir es in das Herz des Sarazenenreichs stoßen. Da hat aber jemand sehr viel Eifer. 6 Kriegsschiffe. Endlich ist es soweit. Meine getreuen Ritter, uns steht die erste Schlacht bevor. Doch ihr müsst weder zaudern noch zagen. Mit Kreuz und Schwert werden wir Gottes Willen vollstrecken. Zum Angriff! Das ist Alsahirs Hafen. Er hat kaum Schiffe zur Verteidigung. Allah, geht uns bei! Besondere Hilfe darin! Sie greifen an! Verteidigung, lauf! Bringt euch in Sicherheit! Meine Güte, was für eine Zerstörung. Ein Sturm bricht los. Wieso lässt Allah zu, dass uns dieses Unheil widerfährt? Wir sind nur spärlich bewaffnet. Die Flotte des Sultans weit weg. Ich flehe euch an. Steht uns bei in dieser Stunde der Not. Ja, Lord Northburg war auf unserer Seite. Der Kaiser scheint gar keinen Kreuzzug zu wollen. Wir helfen euch. Nehmt euch ein Herz und lasst uns in eure Stadt. Ja. Fällt mir jetzt direkt ein Stein vom Herzen. Oh, Welfenberg hat sich aber ein bisschen verändert, seit wir das letzte Mal hier waren. Vor allem machen wir keinen Plus. Das muss ich sofort ändern. Wir müssen sofort für... Seht nur die vielen Flüchtlinge. Sie alle suchen an meinem Hafen Schutz. Und die Glut der Sonne brennt sich in ihre Haut. Bei Allah, helft mir, dass sie wenigstens etwas Kleidung erhalten. Ja, wir werden uns wir werden uns um alles kümmern. Eins nach dem anderen. Erstmal muss ich hier noch... In eurer Stadt scheint es niemanden zu geben, der Lederkleidung herzustellen vermag. Vielleicht ändert sich das ja, wenn eure Stadt weiter gewachsen ist. Ja, dafür möchte ich gerade sorgen. Wir haben kein Holz mehr, weil wir wahrscheinlich wieder nur wenige Holzfäller haben. Wie das so ist. So... Zum Angriff, meine getreuen Ritter! Für Gott und den Kaiser! Oh Mann. Marie. Wieso bist du nur so enthusiastisch? Bei Allah! Die abendländische Flotte greift meine Plantagen an. Es sind doch nur einfache Dattelpflücker, unbewaffnet und ohne Schutz. Ich erflehe euren Beistand. Wo? Braucht ihr die Hilfe? Hier. Ja, wir kommen sofort. Oh je. Die schützende Hand Gottes ruht auf meiner Flotte. Oh je. Wir werden vorher noch eine Kleinigkeit... Genau, ein bisschen leiser machen. So. Okay. Wie viel Most haben wir? 2 Most.
sollte grundsätzlich gut sein. Was haben wir, nur eine Webstube? Das ist aber zu wenig, die eine Webstube. Das, ja, das dürfen wir nicht so lassen. Webstuben. Ach, uns fehlt das Holz, verdammt nochmal. Wir brauchen noch mehr Holz. Dass das hier alles mal ein bisschen schneller vorangeht. Zum Rückzug! Die Engel befehlen es! Wir formieren uns neu! Werdet ihr diese Männer und Frauen in Sicherheit bringen? Seid bedankt. Mit Allahs Segen werdet ihr hoffentlich meinen Hafen sicher erreichen. Achso, wir sollen die zu Alsa hier bringen. Okay, machen wir. So. Wir haben hier... Okay, eine Eisenmine kümmert sich schon um alles. Wir haben hier noch... Ah, hier ist noch ein Stein vorkommen. Wir werden auf jeden Fall einiges an Steine brauchen. Und das sind also alle Dattel. Ich danke euch von Herzen. Ja, das sind alle Dattelpflücker. Wer weiß, was ihnen ohne eure Hilfe zugestoßen wäre. Ja, wer weiß das schon. Wir nicht. So. Jetzt fehlt uns noch ein bisschen Holz. Da baue ich mal die Felder einzeln. Dorthin. So, ich hoffe, dass das Sinn macht, dass der hier trotzdem hinlaufen kann. Okay, das müsste hoffentlich erstmal reichen. War der Aufstieg zum Kloster auch nicht zu beschwerlich? Ich glaube, das Geld können wir mal investieren. Da ist doch eine kleine Wegzehrung zu kaufen. Und auf geht's! Wir haben hier nur zwei... Wieso wurde auch die ganze Küste hier so zugebaut? Können wir das mal wieder ein bisschen... wegmachen, bitte. So, jetzt passt hier nämlich noch ein Fischer hin, oder? Weil wenn unsere Stadt wächst, brauchen wir auch noch einen Fischer. Und danach auch noch einen dritten Mosthof irgendwann. Ja, die Werkzeugproduktion ist aber auch sehr langsam. Hier! Eure... Unsere Waren, ja. Wir haben ja selbst eine kleine Insel, wo Gewürze gemacht werden, produziert werden. Okay, und hier oben ist Marie Datois Burg, Festung, der Bergfried. Kardinal Lucius muss von Farkas Pakt mit den Korsaren gewusst haben. Vielleicht hat er ihn sogar befohlen. Mein Gott. Wie konnte ich ihm nur so blind vertrauen? Ob der Kaiser überhaupt in Lucius' Pläne eingeweiht war? Ist aber interessant, was ihr jetzt redet, dafür, dass sie immer noch gegen den Orient kämpft. Was wünscht ihr? Du bist ein bisschen verwirrt, meine liebe Marie. So, aber genau, was wünschen wir? Ich wünsche mir, dass wir hier noch mehr Häuser bauen können. Sind vor allem Steinstraßen. Wartet mal. Das ist alles nicht sehr effektiv angelegt. Das müssen wir mal ein bisschen abändern, bitte. So. Jetzt können wir nämlich... Ich weiß, die Patrizier sind das sicherlich nicht erfreut, dass neben ihnen plötzlich Bauern eine Produktion kommt zum Erliegen. Aber ich mach das mal trotzdem. Was? Welche Produktion? Werkzeugmacher, weil er kein Eisen hat? Das ist aber verwirrend. Braucht die Waffenschmiede eine eigene Eisenschmelze? Das könnte natürlich sein. Ja, wir werden wohl... Ihr seht nur, es hat sich jemand gefunden, der in der Lage ist, Lederwämser herzustellen. Ach, sehr gut. Hamdala. Halt, wie rum waren wir? So ungefähr, glaube ich. So. Genau, ich will aber noch mehr Häuser bauen, bitte.
Die Erzeugung von Lederwämsern ist eine aufwendige Angelegenheit, die auch viel frisches Wasser erfordert. Doch im Nordosten soll es eine Insel mit einem Fluss geben. Ja, das glaube ich gerne. Aber wie gesagt, erstmal brauchen wir vor allem auch Geld. Und deswegen musste ich erstmal die Stadt ein bisschen ausbauen. Ich bin sogar am Überlegen, ich glaube, wir bauen gleich noch einen zweiten Marktplatz. Bauen wir den mal irgendwie darunter, würde ich sagen. Dorthin vielleicht. So. Perfekt. Okay. Das sollte uns erstmal wieder ein bisschen noch mehr Geld bringen. Ich muss jetzt erst nochmal für mehr Werkzeuge sorgen. Deswegen... wir lassen uns jetzt hier nicht stressen durch diesen Kreuzzug. Deswegen machen wir jetzt hier eines nach dem anderen. Noch eine Eisenerzmine. Wenn wir Holz hätten. Aber Holz haben wir gleich wieder. Dann brauchen wir aber auch noch irgendeinen Köhler. Das wird ein Problem werden. Ja, den muss ich wohl hier hinpacken, habe ich so das Gefühl. Ja, ich packe den mal hier hin. Dann noch die Eisenschmelze. Das ist alles leider sehr teuer und kostet vor allem Holz, das wir nicht haben. Vielleicht lohnt sich dann da gleich noch ein Holzfäller. Auch hier dieser Weg ist sehr unpraktisch. Ein neutrales Gebäude kann nicht mehr erreicht werden. Ja, ja, immer wieder. Jetzt kann es wieder erreicht werden. So. Brauche ich schon den Mosthof? Oh ja, ich brauche dringend noch ein Mosthof. So, gefällt mir das. Vielleicht brauche ich bald auch noch einen Fischer. Darum kümmere ich mich mal hier. Da brauchen wir noch ein bisschen Holz dann. Aber das haben wir gleich. So, damit müsste jetzt doch erst nochmal die Grundproduktion gewährleistet sein. Holen wir aber gleich noch. Setzt euch! Ihr müsst völlig erschöpft sein. Wobei, Steine brauche ich nicht. Aber Werkzeuge. Ich packe noch die Waren auf die Maultiere, dann breche ich auf. So, 8 Lederwämser. Ja, und das müssen wir jetzt da oben rechts dann machen, aber dafür brauchen wir noch mehr Ressourcen. Die fehlen uns leider aktuell noch. Und wir haben schon so viele Holzfäller. Wartet mal, wir haben jetzt hier 1, 2. Wir haben hier 4 Holzfäller, 5. 6 Holzfäller. 7. Wir haben 7 Holzfäller. Eigentlich müsste echt genügend Holz hier zusammenkommen. Wie sieht es mit den restlichen Waren aus? Brot reicht noch. Ja, Most ist echt ein bisschen gefährlich. Ich glaube, ich lasse mal die Leute nicht mehr aufsteigen. Und holen wir nochmal dadurch ein bisschen mehr Geld. Bring euch eure Lieferung! Was tut man nicht alles im Namen denn? Könnt ihr nicht ein paar Armen sehen? Wir dürfen bleiben. Natürlich. Das ist ein Wort. Wir nehmen Bettler auch auf. Anders als ein Kardinal Lucius und ein Guy Forcast sind wir gottesnah. So. Okay, jetzt haben wir mal wieder ein paar Ressourcen, dass wir hier unsere Produktion in Gang bringen können. Holt er eigentlich Eisenerz? Ja, holt er. Sehr gut. Dann bauen wir hier die Eisenschmelze hin. Und noch zweimal Werkzeug, auch wenn uns das sehr viel Geld kostet. Wenn wir dabei sind, so teuer ist doch der Steinmetz gar nicht, oder? Naja, 20... Aber wenn wir ein paar Steine verkaufen, bringt uns das sicherlich was. Ich habe auch das Gefühl, dass das Brot nicht ganz reichen wird.
Auch da werden wir nochmal nacharbeiten müssen. Vielleicht hier. Machen wir das mal so. Das sind schon mal drei... das ist ein bisschen ungut gebaut, fällt mir gerade auf. Bauen wir das mal anders. So. Okay. Das ist alles sehr ungünstig hier. Dann bauen wir hier noch eine Mühle. Ich weiß immer, wie groß diese Sachen sind. Und der Bäcker passt da leider nicht mehr mit rein, ne? Das kriegen wir aber hin. Nur nicht verzagen. Auch wenn wir dafür jetzt eine Ernte draufgehen lassen müssen. So. Halt, das war auch... Das war das hier. So. Wir optimieren das gerade alles. Jetzt bauen wir hier noch den Bäcker hin. Okay. Damit müsste die Produktion hier gesichert sein. War der Aufstieg zum Kloster auch nicht zu beschwerlich? Alles ein gut. Schluck auf den Weg, dann geht es alles los. Gut, Bruder Hilarius, alles gut. So, damit wir auch genügend Geld verdienen. Hier nochmal ein paar Hütten. Gut. Okay, jetzt warten wir noch auf Bruder Hilarius Lieferung und dann nehmen wir die ganzen Waren einmal auf das Schiff. Oh, Most. Und Lederbremse haben wir auch zu wenige. Mein Gott. Was verbrauchen die denn alles? Das ist doch nicht denen ihr Ernst, oder? Hier ist eure Lieferung. Okay. Gottlob ist alles heil hier unten angekommen. Ja. Sehr gut. Und noch ein Mosthof, das muss doch jetzt mal ausreichen hier. So. Na, hier ist ja ein Markthaus, fällt mir gerade auf. So. Dann noch ein Fischer. Ich freue mich. Wir haben ein bisschen Geld bekommen durch den Verkauf von Steinen. Und wir laden jetzt alles ein, vor allem auch Steine bitte. Und wir sollen da hoch irgendwo. Naja, viele Ressourcen sind das nicht. Nordosten. Dann fahren wir da mal hin. Sie haben neues Land gesichtet. Da ist ja schon die Insel. So. Ja, bauen wir doch direkt hier das Kontor, oder? Ich hoffe, ihr stimmt mir zu. Gehen wir einmal hier mittig hin. Und jetzt brauchen die... Was brauchen die denn? Salz und Tierhäute. Salz. Sohle vorkommen, jawohl. Es war sehr vorausschauend von euch, diese Mine zu errichten. Aus der Sohle könnt ihr erstklassiges Salz herstellen. Das, war der Plan. Sind zwar jetzt hier sehr lange es ist genug. Aber wir müssen Marie d'Artois davon überzeugen, dass dieser Kreuzzug ein Fehler ist. Meine Schreiber haben einen Bericht über Forcas Kinderhandel verfasst. Ihr solltet ihn rasch an meinem Kontor abholen. Wird gemacht. Wird gemacht. Währenddessen brauchen Land wir hier noch voraus. Schweine, eine Schweinezucht. Die bringe ich mal dort unten unter, würde ich sagen. Hier. Es wurde alles so niedergeschrieben, wie es geschah. Werdet ihr den Bericht an euch nehmen? Natürlich werde ich das. Mein Volk würde vermutlich Ziegen bevorzugen, aber Schweine sind auch in Ordnung.
So. Diese Menschen sind nur knapp mit dem Leben davon gekommen. Bei Allah, wir müssen dieses Unrecht stoppen. Ja, ich bin schon dabei. Gerberei. Was bringt ihr da? Ein Schreiben von diesem Großvisier? Ja, Marie. Lies es dir durch. Euer Handeln entfernt euch von Gott. Hm. Sie glaubt mir nicht. Wie enttäuschend. Warum nur lässt Allah das geschehen? Aber vielleicht gibt es Hoffnung. Einige Flüchtlinge haben ein Korsarenwrack gesehen. Könnte es eines jener Schiffe sein, das in den Kinderhandel verwickelt war? Wir untersuchen es. Wo? Hier. Okay, wir schauen nach. So, wir haben hier wieder Rohstoffe. Ihr habt einen Gerber eingestellt. Das ist hervorragend. Ja, ich finde das auch hervorragend. Naja, wir haben schon recht viele Patrizier. Wir brauchen wahrscheinlich nochmal die doppelte Gerbermenge. Wir bauen das mal aus. Und ich glaube, man braucht noch eine Schweinezucht. So. So, fürs Erste sollte das ausreichen. Und dann können wir hier eine Handelsroute errichten. Aber da warten wir erstmal, bis wir ein bisschen was produziert haben. So, hier haben wir jetzt noch immer nichts produziert. Was? Tanten. Ach, zu spät. Wir brechen auf. Na, macht schon. Das ist die Forkass. Die Schlange. Diese Schiffe. Ob sie auch hinter dem Treibgut aus dem Wrack her sind? Ja, wir werden auch danach suchen. Hm, da ist irgendwas. In der Kiste befindet sich das Logbuch des Kapitäns. Oh. Doch die Einträge sind unverständlich. Spannend. Es scheint, als wären sie verschlüsselt. Hm. Unverständliches Kauderwelsch. Ibn al-Hakim, ein alter Freund von mir, sollte sich dieses Logbuch genauer ansehen. Wo ist denn Ibn al-Hakim? Er leitet die Akademie der Weisen. Vielleicht kann er die Einträge entziffern. Ah, da unten. Ja, wir werden zu ihm gehen. Mein Name ist Ibn al-Hakim. Ich leite diese Akademie. Das habe ich mir fast gedacht, mein Freund. So, wie sieht es jetzt mit den Ressourcen aus? Okay, das steigt, Brot steigt. Gewürze sind etwas kritisch. Da muss ich mich mal drum kümmern. Beziehungsweise halt... Ich würde gerne hier nochmal das Kontor vergrößern, danke. Dass wir eine größere Lagermenge haben. So, wir müssen ein bisschen mehr Gewürze noch Das machen. Logbuch eines Korsarenkapitäns. Lasst mich einen Blick darauf. Auf den ersten Blick würde ich sagen, es handelt sich um einen alten Beduinendialekt. Aber ich muss mir die Einträge erst genauer ansehen. Ich melde mich, wenn ich Neuigkeiten habe. Ja, alles klar. Dann melde dich, wenn du Neuigkeiten hast. So. Wir gehen mal da hoch. Die Patrizier, da fällt mir ein, die können mal ein bisschen mehr Steuern zahlen. Die reichen Leute. Ein Marienbild gibt es hier, okay. Ja, eine sehr, sehr frommer Ort, Welsenberg. Ich wollte hier noch einige Bauern ansässig machen. So. Ah, etwas ungünstig. Nein. Egal. Hm, das war auch jetzt nicht so geplant. Das muss ich alles ein bisschen anders machen. Sehr erfreulich.
So, er hat uns wieder ein paar Steine abgekauft. Das ist eine tolle Sache. Wir bauen hier unsere Siedlung ein wenig aus. Das ist eine ganz gute Sache, weil die Bauern sind ja hauptsächlich sehr einfach zu versorgen. So. Gut. Die ziehen ein. Da unten habe ich ja mein Schiff hingeschickt. Genau, hier wollte ich nämlich dorthin noch was bauen. Denn wir brauchen mehr Gewürze. Schauen wir mal, wie wir das am besten hier bauen. Einmal so. Ah. Die können alle nicht richtig. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Dann müssen wir das eben selbst machen. Wie so oft. Dorthin. Und das fällt auch noch. So. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja, wir schauen gleich nach, welcher Betrieb das ist. Weil wir müssen jetzt erstmal hier für die Gewürzproduktion sorgen. Gut. Die sollte jetzt keine Probleme uns mehr machen. Das sind jetzt genügend Gewürze. Dann nehme ich gleich mal die Ressourcen hier wieder mit. Welche Betriebe? Fischerhütte? Oh. Und hier haben wir... Ach, ich habe hier die Straße vergessen. Oh nein. Was ist da drüben los? Salz fehlt. Brauchen wir echt so viel Salz? Damit habe ich nicht gerechnet. Dann muss ich da drüben noch die Saline bauen. Ah, das kriegen wir aber hin. So. Also alle Vorräte hier mal lassen. Oh, wir brauchen hier noch ein Markthaus. Und das kommt weg. Hier die Saline hin. Jetzt haben wir eine Verbindung. Was ist da los? Achso, da fehlt... Hä? Das Salz holt keiner ab, oder was? Ach, ich habe was Wichtiges vergessen. Ich habe die Salzmine gebaut, aber die Saline vergessen. Salz ist wichtig zum Gerben. Mein Fehler. Habt ihr schon genügend Sohle, um gleich mit der Arbeit zu beginnen? Ja, die Sohle habe ich, nur eben nicht das Salz. Das war nicht so schlau. Wir brauchen dann nämlich noch Kohle dazu. Ja, Kohle. Das heißt eine Köhlerhütte. Die baue ich aber mal da unten hin, denke ich. Ah, ich verstehe. Der Köhler versorgt die Saline mit Kohle. Ja. Allah sei gepriesen. Die ersten Lederwämser sind in Arbeit. Ihr werdet mir doch einige davon für die Flüchtlinge überlassen. Langsam lässt sich Wohlstand in dieser Stadt erkennen. Genau, ein bisschen Wohlstand. So. Apropos, wie geht's denn? Wie viele Ressourcen haben wir denn? Wir haben genügend Leinenkutten. Das steigt, das steigt, das steigt. Brot steigt auch. Also grundsätzlich haben wir alle Ressourcen, die notwendig sind. Wir haben hier sogar Kräuter, die da wachsen. Okay, also aktuell brauchen wir nur noch die Lederwämse, auf die wir warten. Das hat sich leider alles ein bisschen
hingezogen. Aber dafür, denke ich, können wir jetzt umso schneller produzieren, oder? Brauchen wir hier noch mehr Salz? Ja, ja, die Kohle fehlt. Und die Kohle muss hier erstmal produziert werden in der Köhlerhütte. Das dauert leider sehr lange. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ah, die Seilerei. Ja, die muss keine Waren mehr herstellen. Das ist in Ordnung. Machen wir hier noch eine Straße. Und ich würde fast sagen, noch ein paar Häuser, oder? Bauen wir mal hier noch ein paar Häuser hin. So. An den Randsiedlungen. Und die dürfen auch noch alle aufsteigen. Dann wächst auf jeden Fall unsere Stadt immer weiter. Und wir haben vor allem hier Ressourcen ohne Ende. Die Produktion ist auf jeden Fall richtig in Gang gekommen. Müssen wir mal schauen, für was wir die Ressourcen dann noch brauchen werden. So. Spiel gespeichert. Gut, wie sieht es jetzt hier aus? Läuft jetzt endlich mal die Produktion? Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Wie viel Salz wird denn da hergestellt? Das ist halt die große Frage. Ah, wir haben schon 16 Lederwämser. Das ging schnell. Das ging richtig schnell. Dann liefern die wir mal und... Vielleicht solltet ihr eines eurer Schiffe regelmäßig Lederwämser zu eurer Bevölkerung bringen lassen. Das machen wir auf jeden Fall. Wir machen die... Wir tun bei der Gewürzroute noch was hinzufügen. In Welfenberg Lederwämser ausladen. Und dafür in Röschenhof Lederwämser einladen. Dann haben wir auch genügend Gewürze. Gewürze können wir dann sogar ein bisschen verkaufen. Immer ein paar. Das ist, denke ich, eine sehr gute Möglichkeit. Den Rest müssen wir hier genau im Blick behalten. Was haben wir hier? Getreide und Kräuter, aber gut, da haben wir hier auch noch. Wobei, unsere Insel ist jetzt schon gut zugebaut. Also da haben wir schon grundsätzlich jetzt sehr viel errichtet. Aber noch reichen unsere Ressourcen auf jeden Fall. In Hülle und Fülle. Das ist doch mal eine positive Sache. Können wir noch irgendwo, ohne jetzt die Köhlerhütten hier in den Weg zu nehmen, sinnvoll Häuser bauen? Ich glaube kaum. Sind diese Lederwämser für die Flüchtlinge gedacht? Ja. Allah segne euch. Ihr habt ein gutes Herz. Mein Volk flieht vor den Angriffen der blonden Heerführerin. Sie können sich nicht zur Wehr setzen. Das ist das Problem bei der Sache, Großvisier. Madame d'Artois Schiffe greifen weiterhin die Dörfer dieser Region an. Der Strom an Flüchtlingen reißt nicht ab. Allah möge mir vergeben, aber ich habe nicht genug Vorräte, um sie alle zu verköstigen. Bitte helft! 10 Datteln und 10 Milch braucht der Großvisier. Dann weiß ich jetzt, für was ich unser Handelsschiff beladen habe. Dann müssen wir nach Süden gehen und auf unserer Insel noch Datteln und Milch anbauen. Nehmt diese Insel als Geschenk für eure Hilfe. Wir brauchen eine andere Insel. Bestimmt finden sich einige Nomaden, hier, die euch bei der Produktion von Milch und Datteln unterstützen. Jawohl. Ein Bazar und ein paar Hütten würden ihnen schon genügen. Ja, das werden wir machen, Großvisier. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal, dass wir die Siedlung Kurang wieder aufrichten. Bis dahin, alles Gute.